Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Wir sind hier im XP-Bildschirm vom Blitzball. Wir haben ein 2-2 momentan rausgeholt, was recht. Bei einem Unentschieden in einem Pokalspiel geht es in die Verlängerung. Oh, jetzt dürfte es nochmal spannend werden. Ich bin mal gespannt. So. Das ist die normale Aufstellung. Das ist okay so. Walker Giftschuss. Hat er nicht noch irgendwas anderes? Nächste Seite? Nein, natürlich nicht. Und die anderen haben ja auch nichts weiter. Also ich kann wirklich bloß mit Walker rechnen. Mit etwas Glück kriegen wir den Ball. Jawohl. So muss es laufen. Stopp. Pass. Warte mal, Pokalspiel. Ah, jetzt weiß ich nicht, ob der erste Schuss zählt. Machen wir mal auf Letty. Wieder zurück. Walker. Mit etwas Glück kommen wir durch. Bitte, bitte lass mich so viel Glück haben. Natürlich nicht! Ich kann einmal... Ja, was mache ich jetzt? Ich könnte komplett durchstoßen und hoffen, dass die mich das nicht abziehen. Oder ich versuche, einen Pass auf Letty nochmal zu ballern. Was aber dann passieren könnte, dass dieser weggenockt wird. Ich kann es bloß versuchen. Mach ich es nicht. Das ist... Weil die 13, die werden bei dem nicht ankommen da. Oh, toll. Hätte ich das gewusst, wäre ich natürlich komplett durchstoßen. Oh. Oh, gut. Nein, warum beide? Warum denn? Ja, gut, das hat sich erledigt. Oh. Nee, so nicht. Komm, Walker, vor, Walker, vor. Ich könnte den auf Bots schieben. Nur leider weiß ich gerade nicht, welcher ist denn das da bei Letty? Kann der mir gefährlich werden? Ich nehme mal an, ja. Und so schnell kann ich... Geh mal auf Walker. Krass hier. Ey, das ist nicht normal. Das ist kein Verhältnis. Die hat 9 Angriff und ich habe 10 HP. Das geht gar nicht. Ja, genau. Alle Bede. Was denn noch? Komm schon. Nee, ran. Ja, so ist gut. Also die Passrate dürfte... Ja! Als ob die da durchkommt. So, wenn wir Glück haben, kriegt das den. Und wird natürlich... Ja! Egal, ich probier's jetzt einfach mal. Naja, gut, den zweiten überlebe ich nicht. Oh, überlebe ich doch! Aber der wird nicht reingehen. Unwahrscheinlich. Ja, sag ich ja. Oh,
jetzt habe ich es total versauert. Ich hätte die Chance nutzen sollen. Ein Pass zu Bargerda. Die ist nicht so schlimm. Die anderen müssten halt bloß angreifen. Jawohl, so ist es gut. Ich muss erstmal zurückspielen. Geht nicht anders. Hoffentlich kommt der Schuss an. Ah, ganz knapp. Vor mit dir! Nicht da hinten rumgedümpelt, Mensch. Okay, jetzt. Boah, bitte lass den Pass ankommen. 3, 2, 1. Nein! Hallo? Bleibst du mal stehen? Letty, gut. Ich kann gerade momentan bloß auf das hoffen hier. Weil der ist der einzigste. Ey, das ist echt kein Verhältnis. Ja, genau. Und bei denen geht's natürlich nicht. Ist klar. Ja, jetzt haben wir es total versaut. Der geht durch. Jetzt, das Spiel ist verloren. Oh, oder auch nicht. Es geht doch noch weiter. Der Walker, der dümpelt da unten rum. Macht einfach nichts. Ich könnte kaputt gehen. Gleich sind die nächsten 5 Minuten rum. Schlusspfiff. Das geht jetzt immer so weiter. So. Der Vorteil. Ja, Verlängerung, ich weiß. Das hatte ich auch noch nicht. Das ist extrem so variiert. Aber das Problem ist, Walker, der geht einfach nicht vor. Der bleibt hinten. Kannst du machen, was du willst. So, hat Letty hier irgendwas? Ein Giftpass. Geil. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Nächste Seite. Nee, hat er nicht. Gut, dann. Giftpass. So, Yash. Irgendein Angriff? Nein. Spots, warte mal. Spots. Kippa hat noch was. Könnte was haben. Dann natürlich nicht. Wäre cool, wenn er die Torwart-Power jetzt schon gehabt hätte. Das hätte es vielleicht nochmal umgerissen. Ich weiß es nicht. Oi, oi, oi. Also, echt spannend gerade hier. Pass. Weiß ich gerade nicht, ob der da ankommt. Bei Yash, ich hoffe es doch. Ansonsten habe ich wieder verkackt. 3, 2, 1. Boah, gerade so. Komm, Walker, vor mit dir. Hör auf, hier hinten rumzudümpeln. Meine Güte. Jawohl, pass. Auf Letty jetzt. Und dann vor mit euch. Kann ja nicht sein hier. Ja, weiter, Walker. Weiter, weiter, weiter. Nice. Normalpass. Hoffentlich, bitte. Oh nee, die hat ja so viel Angriff. Ich kann es bloß versuchen. Nein! Ah! Komm schon, Letty. Nein! Ich hätte es vielleicht versuchen sollen.
Weil wir haben ja durch den Giftpass so viel mehr. Das ist es ja gerade. Ein Pass? Okay. Der wird doch niemals ankommen. Den schnappt sich jetzt höchstens Stud. Was natürlich nicht schlecht wäre. Ja. Ja, nee. So schon gar nicht. Puh. Nein, Walker, was willst denn du da? Lass doch den in Ruhe. Ja, wie gesagt, die KI hier bei Walker, der hätte schon viel eher nach vorne gemusst. Ich hatte teilweise solche guten Chancen, finde ich. Naja. Ja, die stehen jetzt relativ geknubbelt. Ich habe zwar hinten zwei Verteidiger, aber bis die da vielleicht reinkommen, ist natürlich nicht so doll. Torschuss. Oh, oh. Oh, oh. Hä? Kipper hatte doch 8 Fangen. Wo ist das hin? Oh. Es ist wirklich so. Walker hätte schon viel früher nach vorne gehen müssen. Da hätten wir so leicht schon Tor schießen können. Ich habe mich zwar jetzt auch teilweise ein bisschen bekloppt angestellt, muss ich ehrlich zugeben. Aber diese KI... Ah, hättest du reinschlagen können. Aber genauso ist das Hohle. Dieser pH-Wert, den man da oben hatte, das ist ja... pro Kampf wird der ja erneuert. Das ist dieses HP. Sobald der auf 0 fällt, wird der Ball weggenommen. Steht in keinem Verhältnis zum Angriff. Du hattest, ich weiß nicht, bei wem es war, warst bei Walker? Ja, auf jeden Fall bei Walker und bei der Ender. Walker hatte 11 pH, die hatte 10 Angriff. Normalerweise darf das nicht drüber hinausgehen. Und die schnappt sich den Ball weg. Da könnte ich mich stundenlang wieder drüber aufregen. The Aurochs may have lost the game, but what a way to go. Ich könnte gerade neu starten, das Spiel. Ja, speichern bitte. Aber da das ja in einer Aufnahme läuft, kann ich das nicht machen. Ich musste vielleicht das... Ich musste einmal, musste ich das Spiel wirklich neu starten, wo ich auch diese Putt-Situation hatte. In den sonstigen Partien, wenn ich das immer gespielt habe, immer gewonnen. Aber genau, natürlich, in der Aufnahme muss sowas passieren. Ist mir zu hoch. Mist. Erstmal einen Schluck aus meinem Kaffee, damit ich mich abreagieren kann. Aber dass ich hier 2 Verlängerungen spielen musste, das hatte ich noch nicht gehabt. Das war extrem. Ich hatte halt gehofft, dass ich vielleicht noch ein 3-1 rauskriege, aber... Und dass die mir das eine Tor da noch reinballern, das war zu erwarten. Wo kommen denn die Mobs jetzt her? Weg mit dir! Sturmhieb. Oh, Ability. Vor allem, wo haben die ihre Schwerter jetzt auf einmal? Ist mir zu hoch. Noch mehr? Was ist denn hier los? So, welcher ist das? Der ganz recht. Okay, müssen wir mehr können. Dann mach mal den Ability auf ihn hier. Mit etwas Glück ist der weg. Jawohl, vernichtend. Mm-hmm.
Dann machen wir den weg. Und dann noch den. So. Wenn Walker jetzt wieder dran ist, haben wir... Ja, da können wir noch einmal Zeit und ein Ability machen. So. Zack, Zeithieb. Und vielleicht hinfort mit dir? Jawohl, vernichtend. Und da kommt der Ball! Noch mehr von euch. Wo kommen denn die her? Das ist ja nicht außerhalb. Siehst du voll was durch die Kamera? So, welcher war denn das? Ich glaube der hier, ne? Hoffentlich. Ich würde gerne jetzt nochmal ein Ability einsetzen. Vorher kommen noch mal drei Mobs, genau. Hinfort mit dir. Ja, vielleicht hätte ich die Zeit, wenn wir nochmal einsetzen sollen. Na gut. Machen wir das vielleicht auf den ganz linken. Genau, hier. Halt. Jetzt. Ist manchmal ein bisschen verwirrend mit der Bewegung der Mobs, wo man da hingehen kann. Noch einer? Nein, natürlich nicht. Noch zwei. Mob Nummer C ist der. Den machen wir weg. Jawohl. Und dann natürlich den. So, wir haben nicht mehr so viel Leben. Also es wird Zeit, dass wir die hier komplett entsorgen. So, Zeithieb. Jawoll. Au. Ach komm. Gehen wir mal eine Potion aus. Haben wir ein paar dafür. Und fort. Uiuiui. Bis nach oben. Yay, es gab EP. Kraftzwingungen, Zeitzwingungen und Ability 8 jeweils. Das ist gut. Haben wir wenigstens wieder einen kleinen Vorrat. Warte mal, gab es gerade Kraftzwingungen? What's happening? Alright, mit Abstand wahrscheinlich der coolste Charakter in einem Game. Kraftbrecher. Vernichter. Easy. Der schwingt das Teil einfach so leicht mit dem Arm. Auron, Sir Auron. So, you do know him. Yeah, best guardian there ever was. Oiha. Ein großer Geflügelter. Zeithieb? Eigentlich hat man davon noch genug. Guck mal, dann machen wir doch mal Anfeuerungsversuche. Erhöht, glaube ich, die Angriffskraft, wenn ich mich nicht geirrt habe jetzt. So, dann einmal bitte den Blindhieb. Jawoll. Daneben. Sagen, gegen die Schockwelle kann ich nichts machen, aber das stimmt doch nicht so ganz. So.
Gucken wir mal kurz. Ja, Angriffskraft und Abwehrkraft. Hey, cool. Erneute Schockwelle. Wieder daneben. Wo guckst du überhaupt hin, dass du jedes Mal daneben schlägst? Kann ich nicht verstehen. Ist mir zu hoch. Der ist ein bisschen blind. So. Normalen Angriff rechts zu. Wir haben ja einmal Ability gemacht. So, müsste der nicht jetzt langsam wieder auf Normalstand? Der hat getroffen. Ja, jetzt ist er wieder auf Normalstand. Das heißt, neuer Blinty. Geil. Ja gut, da hätten wir auch ganz normal angreifen können. Die Zuschauer sind auf einmal weg. Wo sind die hin? Etwa schon wieder evakuiert? Oh, jetzt wird's lustig. Hey, give me a break! Wie ich das sehe, fängt mein Ogan weh zu tun. Bis hierher speichern. So. Schön. You're really leaving, Captain? Shouldn't you heal up first? Yuna needs me with her now. I can't be lying around. So theoretisch hätte er jetzt nicht den Blitzball, sondern den Pokal in der Hand. Look sharp. The blitz season just started. Don't make those faces, yeah? Well, see ya, boys. You be good. Captain. I can't hear you. Captain! Are you sure? Never liked long goodbyes anyway. Sorry for making you wait, Yuna. I had some promises to keep, yeah? From now on, I'm your full-time guardian. Then welcome back. Sir Waka, good to have you with us. Hey. It's good to be back, yeah? So, any news on what happened? Not really. We don't know where the fiends came from. Maester Micah is safe and sound, thanks to Maester Seymour. That's about it. Maester Seymour's Aeon, it was so powerful. Hey, you! Don't just stand there! All of this is your fault! Getting swallowed by Sin, ending up here in Spira, not being able to go back to Zanarkand, everything!
I'm telling you, it's all your fault. Who are you anyway? You knew my old man, didn't you? Yeah. And you also knew Yuna's father? That's correct. Hey man, there's no way. That's just impossible. Nothing impossible about it. Jekt, Raska, and I, together we defeated Sin 10 years ago. Then I went to Zanarkand, where I watched over you, so that one day I could bring you to Spira. Why did it have to be me? Jekt asked me to. Is he alive? It depends on what you mean by alive. He is no longer human. But then, I felt something of Jekt there in that shell, couldn't you? You must have felt him when you came in contact with Sin. It can't be. It is. Sin is Jekt. No, that's ridiculous! No way! I don't believe you! But it is the truth. You'll see for yourself. Come with me. If I say no? Every story must have an ending. I don't care about your stories! I see. Sorry you feel that way. Fine then. Come or don't come, it's your decision. What am I supposed to say? You tell me it's my decision! But I don't have a choice, do I? You're the only one who can tell me what's going on anyways! I have to go with you! I have to! Irritating, I know. Or are you afraid? Dann wird wieder so eine lange Folge. Mist! It's all right. Auron. Will I ever go home? Back to Zanarkand? That's up to Jekt. I'm going to offer my services to Yuna. Come. Oh, endlich! Huiuiui. So, wir schauen mal, dass hier vielleicht der Speicherpunkt gleich mal kommt. Das wäre sehr zuvorkommend. Oh, nice. Hier ist er. Gut, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir machen hier Schluss. Eine lange Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Final Fantasy 10 wieder. Bis dahin, haut da rein. Ciao.